Fritz berichtete und wir bleiben sportlich, gehen aber zurück nach Deutschland. Heute Abend werden wieder abertausende Fans Eintracht Frankfurt die Daumen drücken. Dann tritt die Mannschaft beim HSV an und wird alles versuchen, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen. Unterstützung für die Überraschungself der Hinrunde gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, auch in Dubai hat sich jetzt ein Fanclub gegründet. Andreas Gulia ist Banker und Journalist und arbeitet seit 2 Jahren für ein Beratungsunternehmen in Dubai. Er hat die Bembel-Beduinen mitbegründet und bereits 20 Mitstreiter gefunden. Und ich wollte von ihm wissen, Bembel-Beduine, ist sowas politisch korrekt in Dubai? Ja, das ist schon korrekt, weil in einem Bembel, da muss man ja auch nicht nur Appleboy aufbewahren, da kann man auch Apfelsaft aufbewahren und ich meine, wie Sie sehen, wir haben es kombiniert gehabt. Also Bembel gibt es ja in Frankfurt, in Hessen, Beduinen gibt es ja hier bei uns in der Wüste und dementsprechend, also dann merken Sie ja, dass das jetzt hier irgendwie so ein Fanclub ist, der dann die Heimat mit der neuen Heimat kombiniert. Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen solchen Fanclub zu gründen und warum hat es da so ein großes Heimweh gegeben nach der Bundesliga? Ja, also sagen wir es mal so, Heimweh gibt es ja hier immer. Die Bundesliga, die können wir ja hier gucken, die wird ja hier von Dubai Sport live übertragen und auch deutsche Sender können hier empfangen werden. Die Bundesliga, die haben wir ja immer gucken können und das halt, was in Deutschland so typisch ist, leider, die meisten Fans sind Bayern-Fans und also mich als Eintracht-Fan hat das tierisch geärgert und ich habe gesagt gehabt, was die hier machen, also hier diese Mehrheit, da setzen wir mal was dagegen. Und dann ging ich halt mal los und dann auf Sitzungen hier der Handelskammer und auch irgendwie andere Zusammenkünfte, dann ging ich bewusst los und dann habe ich gefragt gehabt, bist du denn eventuell Assassin, bist du denn aus Frankfurt? Und also und nach dem Schneeballsystem, so wuchsen wir und ich finde dafür, dass wir hier in Arabien sind und dass wir wirklich 20 eingefleischte Fans gefunden haben, das ist schon eine stramme Leistung. Wie schwierig ist es denn, an Appleboy ranzukommen in Dubai? Es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir haben ein einziges Glück. Es gibt hier ziemlich oft Messen. Und diese Messen, die haben jetzt auch in den nächsten Monaten Messe für Lebensmittel. Und dann kommen auch sehr viele Leute aus Frankfurt, aus Hessen. Und da wird angerufen, da werden dann heftigst E-Mail geschrieben und gesagt, Junge, in dein Gepäck, da tust du auch eine Flasche Apfelwein rein. Wie muss man sich das Clubleben der Bembel-Beduinen denn vorstellen? Ja, also wir haben jetzt mal den Namen gegeben, Bembel-Beduinen. Wir arbeiten eifrig dran, dass wir auch ein Logo bekommen. Also da liegen jetzt also mindestens 10 Vorschläge auf dem Tisch. Wir haben uns eine Homepage reserviert. Wir haben mindestens einmal im Monat eine große Veranstaltung. Die nächste große Veranstaltung ist am 1. März. Das ist die Hessen-Party. Das ist deswegen die Hessen-Party, weil wir die grüne Soße einfliegen lassen, weil wir genug Apfelwein einfließen lassen. Es wird auch Leichterchen und Schaufelchen geben. Wir arbeiten auch kräftig dran, dass diese hessische Speisen sozusagen ins Halal übersetzt werden, damit das auch unsere arabische Freunde essen können. Also einmal im Monat auf jeden Fall eine große Party. Die haben dann ein Stammlokal. In diesem Stammlokal werden dann die Spiele der Eintracht live übertragen. Da gucken wir uns dann immer die Spiele an. Und die haben sogar innerhalb dieses Fanclubs, Bembel-Beduinen, sozusagen Untergruppen. Die eine Untergruppe ist die Harley-Fahrer. Und dann fahren wir da, bei uns ist ja der Freitag, der Sonntag, da fahren wir zum Beispiel jeden Freitag gemeinsam hier durch die Gegend. Die grüne Soße wird eingeflogen. Also ich hatte eben so eine Assoziation, jawohl, grüne Farbe, grün ist auch die Farbe des Islam. Und nun wurde dieser Club, wurden die Bembel-Beduinen am 14. Januar gegründet, dem Geburtstag des Propheten, jawohl, Mohammed. Des Propheten. War das irgendwie Absicht oder Zufall? Ja, wir sind alle berufstätig und also solche große Feten können wir natürlich an solchen Tagen veranstalten, wo dann alle frei haben. Und der Geburtstag des Propheten Mohammed, der ist hier natürlich ein offizieller gesetzlicher Feiertag. Und an dem Tag hatten wir dann alle frei. Das war ja in diesem Jahr auch ein Donnerstag, also sprich dann der nächste Tag, der Freitag war auch frei. Da konnte man ausschlafen, weil die haben dann also wirklich richtig gefetet. Und dementsprechend dann haben wir das, wie soll ich sagen, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ich gehe mal davon aus, dass die Bembel-Beduinen heute mit dabei sind, zumindest am Fernseher, wenn heute Abend HSV, Eintracht Frankfurt da um Tore und Punkte kämpfen. Wie ist der Tipp für heute Abend? Wie wird es ausgehen? Uiuiui, ja, das ist schwierig. Also der HSV, der war ja hier beim Trainingslager. Wir haben das Spiel angeguckt, also gegen Gladbach, die sind ja nicht schlecht. Es ist sogar auch ein Auswärtsspiel. Der letzte Sieg zu Hause, letzte Woche, da war auch irgendwie mühsam erkämpft. Also ich würde sagen, wir geben uns mit dem Unentschieden zufrieden. Hauptsache, wir haben einen Punkt eingesackt und dann wächst unser Punktekonto weiter. Sagt Andreas Gulia, er ist der Mitbegründer der Bembel-Beduinen des Eintracht Frankfurt Fanclubs in Dubai.